Wir schließen den Bund der Ehe und zwar mit den Ausstellern bei der Hochzeitsmesse im Schloss Zeilern. Auf immer und ewig ist die Adresse im Mostviertel, um am Ende gut organisiert Ja sagen und sich getrost die Ringe an den Finger stecken zu können. Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt und haben uns Your Moment genannt. Wir verbinden den Moment, den man in der Juweliersbranche verbindet, der Verlobungsring, der Antrag, der Moment der Geburt, der Taufring etc. Auch bei den Ringen geben die Trends den Ton an. Also der Trend 2019 liegt vom Material her sicherlich beim Weißgold bzw. beim Roségold. Modern sind schöne, schlichte Ringe, entweder mit einem Diamant oder mit mehreren versehen, wo man auch bei den besonderen Momenten des Lebens einen Diamant dazu fassen lassen kann. Bin ich derjenige, der jetzt wirklich das ganz Spezielle sucht, eignet sich ganz gut Tantal. Es ist eines der seltensten Edelmetalle weltweit. Fünfmal härter wie Platin, aber fünfmal seltener und besticht durch die besondere Haptik. Vorweg zeigt der Verlobungsring innige Liebe und Verbundenheit. Empfehlenswert ist sicherlich einmal am Wochenende durch die Schaufenster bummeln, zuhören, was der Dame gefällt und dann sich die Zeit nehmen und beim Juwelier bei uns am Hauptplatz 41 vorbeizuschauen. Wenn im Moment des Einzugs der Braut ein Raunen und Staunen durch die Kirchenbänke geht, auf den Gesichtern der Gäste ein bewunderndes Lächeln erscheint, dann war die Wahl des Brautkleides die richtige. Bei der Qual der Wahl geht es aber nicht mehr nur alleine um das traditionelle weiße Brautkleid. Es wird immer mehr in Tracht geheiratet, weil die Vielfalt schon viel größer geworden ist. Man kann eben in einem schönen Weißen heiraten, es muss ja nicht immer nur ein Dirndl sein. Aber es gibt schöne Kleider mit Schneewittchenkragerl, mit Perlen, Bailletten oder ganz schlicht in A-Linie. Da gibt es schon eine sehr, sehr große Auswahl. Der Herr hat es jetzt auch schon sehr geändert vom ganz klassischen Steirer, wie man kennt, auf ein bisschen eleganteres, je nachdem, wie es zum Kleid oder zur Person passt. Oder halt ganz exquisite Sakkos, elegante Anzüge, halt da gibt es auch schon sehr eine große Palette. Ja, ich sage, Trachtenhochzeit heißt eine zeitlose Hochzeit. Da ist natürlich für die Gäste empfehlenswert, dass man einfach ein schönes Dirndl anzieht. Die Familie kann man natürlich den Farben entsprechend der Hochzeit abstimmen oder die Zurbraut, die schönen Dirndln, dass es einfach ein abgeschlossenes Bild ist, dass alle zusammenpassen, ob es jetzt ein Dirndl ist, ob es ein Trägerkleid ist oder ein Kostüm oder Hosenanzug. Natürlich der Dame je nachdem auch Lederhosen anziehen. Oder halt der Herr natürlich dann auch wieder perfekt abgestimmt auf die ganze Hochzeitsgesellschaft. Tracht ist also vielseitig. Sie ist ein lebenslanger Begleiter und liefert den Dresscode mit Tradition. Es ist ganz viel, was im Standesamt geheiratet wird. Es wird auch natürlich in der Kirche geheiratet, dann meistens einfach nur ein bisschen pompöser, eleganter. Im Standesamt kann es natürlich ein schönes, elegantes, kurzes Dirndl mit einer weißen Schürze zum Beispiel sein, was ich nachher mit einer färbigen kombiniere. Aber natürlich, Tracht passt immer für jeden Anlass und natürlich ganz stark zum Heiraten auch. Braut, Bräutigam. Verliebt in Tracht, das lässt keine Wünsche offen. Durch das, dass wir zwar ein sehr großes Geschäft haben auf über 1000 Quadratmeter, ist trotzdem empfehlenswert, dass man einen Termin macht, weil es einfach, man will seine Ruhe, man braucht seine Zeit zum Probieren, wir haben doch eine sehr große Vielfalt und da ist halt einfach ein Termin empfehlenswert. Doch worauf setzen die Designer in der kommenden Brautkleidsaison? Auf transparente Stoffe, viel Spitze, 3D-Details und ausladende Volants. Traumhafte Roben also, auf die sich die Braut freuen darf. Der Trend geht eher in hautfärbige Farben, Kleider, also so Nude-Farben, beziehungsweise auch sehr schlichte Kleider, sind total modern, sehr figurbetonend, lange Schleppen. Das ist eher der Trend von 2019. Die Anprobe wird zum ganz besonderen Moment, wenn einmal das Traumkleid gefunden ist. Bei der Wahl des Hochzeitskleides ist vor allem der richtige Schnitt wichtig und die Geduld. Schließlich soll die Wahl des perfekten Brautkleides mit viel Bedacht geschehen. Also die meisten Bräute kommen ca. 8 Monate vorher. Ich würde sagen, spätestens 6 Monate vor dem Termin einfach bereits einen Termin im Brautsalon ausmachen. Viele Kleider müssen bestellt werden, da muss man schon mit zwischen 2 Monate bis 4 Monate kann sein, dass die Bestellung dauert. Plus Änderungszeit nimmt natürlich auch was in Anspruch. Also die klügeren Bräute, würde ich sagen, kommen 8 Monate vorher. Heiraten ist im Trend. Aber nicht nur das. Immer mehr Brautpaare vertrauen bei der Organisation ihrer Hochzeit auf Wedding Planner.
Professionell betreute Hochzeiten boomen. Wie wir angefangen haben, hat es zum Beispiel noch gar keine Weddingpläne gegeben. Die Locations, wie sie jetzt zum Beispiel auch gesucht werden, die ein bisschen außen sind, die ein bisschen anders sind, hat es nicht gegeben. Also die Entwicklung ist schon ganz lustig. Was auch interessant ist, dass die Männer nicht mehr nur mitgehen, so wie früher vor 20 Jahren und eher in Deckung gegangen sind, wenn es um irgendwas gegangen ist, um Blumen zum Beispiel, sondern jetzt wirklich auch schon mitreden. Also die Gleichberechtigung der Männer wird jetzt auch schon genutzt, sage ich mal. Was mich gefreut ist, dass wir heuer 5 Brautmodenaussteller haben und einen ganz tollen Trachtenmodenaussteller aus Oberösterreich gewinnen haben können. Also das ist sicherlich auch ein Thema. Friseure, Fotografen sowieso, Blumen, Gastronomie, es ist eigentlich alles da, was man zum Heiraten so braucht. Blumen sollten auf jeden Fall farblich und stilistisch zum Thema der Hochzeit und der Location passen. Schön dekoriert orientieren sich die Blumenarrangements jedoch gerne an den aktuellen Trends. Die Trends gingen sehr auseinander und das ist mal wichtig herauszufinden, was der Kunde eigentlich will und wie das Ganze ablaufen soll und nach dem richtet man sich dann auch. Und der persönliche eigene Geschmack ist da eigentlich hinten anzustellen. Es ist nur wichtig, dass man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Rosa persönlich überhaupt nicht mag, muss ich das Rosa auch in einer ganz perfekten Art und Weise verarbeiten, was ich natürlich mit meiner Ausbildung kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, also, dass man sich so einbringt, aber den Kundenwunsch akzeptiert. Apropos Location. Das Schloss Zeilern liefert nicht nur romantisches Ambiente am Messewochenende. Man kann eigentlich bei uns auch die Trauung abhalten. Das heißt, das Standesamt Amstetten kommt auch zu uns. Und man kann draußen auf der Insel die Hochzeit, die Trauung machen oder auf der Schlosswiese oder im Festsaal. Und feiern kann man dann im Wintergarten. Das ist eigentlich total einladend für die Gäste. Sie fahren einmal mit dem Auto her. Wir haben auch die Kirche gleich gegenüber. Das heißt, man kann bei uns alles auf einmal erledigen. Wir haben auch ein Hochzeitszimmer, das wir dann speziell dekorieren für das Brautpaar. Und auch die Gäste können sich natürlich ein Zimmer nehmen und das ist recht praktisch. Man kann dann die Hochzeitsfeier mit einem gemeinsamen Frühstück abschließen, das natürlich auch sehr gemütlich einen Ausklang noch findet. Und dann ist da noch die Sache mit den Haaren. Der Look 2019 wird mit viel Raffinesse handgeformt. Also Trend 2019 ist eher die klassische Dame, die moderne Dame, locker, nicht zu straff. Flechtfrisuren in Gebietsweise oder eher ganz schöne mit Haarschmuck zum Beispiel, wo man die Steckfrisur veredeln kann. Das ist halt der Trend 2019. Der Mann braucht halt viel mehr Zeit wie die Frau. Ein gepflegter Bart gehört natürlich dazu. Schwarz natürlich, Fliege oder Krawatte natürlich gehört halt dazu. Schöne Frisur, schönes Styling. Denn die Frisur ist auch bei den Männern nicht egal. Normalerweise kommt man zuerst zu uns ins Geschäft, die machen sich das uns alles aus. Wir kommen auch natürlich zur Hochzeit, ist gar kein Problem. Wir stecken, wir schminken, wir machen alles vor Ort, wir können alles mitnehmen. Oder man bucht uns den gesamten Salon 3-4 Stunden und wir machen alles bei uns im Geschäft. Das Finish liefert das Make-up. Worauf man verzichten kann, sind verschmierter Lippenstift oder auch zu dunkle Augen. Daher ist das Können des Make-up-Artists gefragt. Er bringt die Braut zum Strahlen und behält dabei die Trends immer im Auge. Es geht ja doch eher in die Vintage-Richtung, also doch eher in Rosé-Tönen oder Brauntönen, doch eher natürlich. Aber jede Braut ist unterschiedlich, von dem her passt man das einfach an. Anpassen auch an die Gegebenheiten, denn ein Make-up soll der Braut den ganzen Hochzeitstag über einen strahlenden Teint verleihen. Es wird immer ein Probetermin vereinbart und da festgelegt und miteinander das beste Ergebnis gefunden. Durch das wir das beim Probeschminken alles schon gecheckt haben, dauert das Make-up bei der Hochzeit selber so eine Stunde circa. Und wenn die Hochzeitsgäste oder die Brautmutter oder Brautjungfern auch noch geschminkt werden möchten, dann werden 45 Minuten einkalkuliert. Perfekt läuft es im Leben nie. Es gibt aber Menschen, die Augenblicke perfekt machen. Genau das haben die vielen Aussteller bei der Hochzeitsmesse auf immer und ewig im Schloss Zeilern unter Beweis gestellt.